Vor der Wache wartet nach einem Einsatz eine luftige Überraschung auf Marc Westerhofen und Peter Rothmeier. Ich werde die Papiere fertig machen. Dann gucken wir mal weiter. Ja. Warte mal, hörst du das? Was ist das denn? Ist das im Auto? Das ist eine Drohne. Quatsch. Da oben. Wo? Oh. Da hängt da sogar was dran. Da direkt hier, vor uns. Ach Quatsch. Echt jetzt? Muss da einer hier stehen? Der muss doch das Ding fliegen, oder? Ja, der nicht? Muss hier in der Nähe sein. Ganz, also weit mehr kann er nicht sein. Der muss hier auch sehen. Mal, kommen wir da dran? Na komm, der verarscht uns doch. Ich hab. Ah, fallen lassen, oder? Ich hab's, ich hab's. Hier drauf. Öffne mich. Sesam, öffne mich. Hast du irgendwelche Freunde? Erwartest du jemanden? Ich habe keine Freunde. Komm, lass uns mal reingehen. Das ist ja weg, ey. Das gibt's doch gar aber nicht. Die fliegt da hinten weg. Wie viel Reichweite haben die? 2 Kilometer oder was? Ich bin kein Fachmann, wie gesagt. Komm, wir gehen rein. Öffne. Werden wir jetzt eh erstmal auf die Schnelle nicht rausfinden. Ja, du? Bin gespannt. Ja. Danke. Öffne gerne. Mich. Komm. Emma. Öffne mich. Lea? War hier eine fremde Person im Raum oder hast du den hier hingelegt? Den habe ich hier nicht hingelegt. Hast du den Brief? Nee. War denn sonst noch einer hier jetzt? Ich meine, eigentlich sind wir doch als einzige Besatzung heute da, wir drei. Eigentlich schon. Ich habe auch niemanden reingehen sehen. Hast du draußen irgendwas wegen der Drohnenaktivität mitbekommen? Die Kameras vielleicht irgendwas gesehen, dass da irgendjemand war? Weil wir sind draußen von einer Drohne begrüßt worden. Ach, oh Gott. Und das hier. Okay. Hast du auch nicht gesehen? Habt ihr schon reingeschaut? Nee, noch nicht. Das, machen wir mal. Komm, alles der Reihe nach. Ich bin mal so auf. Da bist du vorsichtig. Ja, wer weiß, was da drinnen ist. Das ist bestimmt wieder so ein Blödsinn von deinen Freunden. Ich sag doch, ich habe keine Freunde. Oh. Vorsicht, Achtung. Macht er die so spannend? Doch, muss ich. Oha. Das war alles, was da drin ist. Was haben wir denn da? Fotos von einer Dame. Ein Brief. Ihr glaubt, ihr seid clever? Dann beweist es mir. Der erste Hinweis liegt bei euch auf dem Schreibtisch. Hier, okay. Rätsel Nummer 1. Wenn ihr alle Rätsel von mir löst, werdet ihr auch meine Handynummer erfahren. Aber wenn ihr mich bis 7 Uhr nicht anruft, wird sie sterben. Das finde ich jetzt nicht mehr ganz so lustig. Wahrscheinlich sie. Das finde ich jetzt überhaupt nicht mehr lustig, ganz ehrlich gesagt. Komm. Warte mal grad. Ich zieh mal noch mal den Beutel immer aus. Ist ja, was ist das, noch eine, knapp eine Stunde oder was? Mhm. Ja, mehr haben wir nicht. Wer hat hier im Büro keine Beine und keine Arme? Nee. Das ist mal richtig. Wer hatte hier im Büro Beine und keine Arme? Ach so, Beine und keine Arme. Ein Tisch. Ein Stuhl. Ein Tisch. Tisch? Ja, das stimmt da vielleicht. Anderen Raum? Wer hat im Büro Beine und keine Arme? Stuhlbeine. Stuhlbeine, aber Stuhlarm gibt es nicht. Hier ist was. Was denn? Hier. Dreh mal um. Was ist das denn jetzt hier? Warte mal kurz. Lass mal gucken. Rätsel Nummer 2. Mal ist es kalt, mal ist es heiß, mal ist es Eis. Ja gut. Wasser. Bums. Mal ich war am Gymnasium. Das ging auch flott. Eis, mal ist Eis. Wasser, gut. Wasser. Hier, da, hinter mir. Was haben wir denn da drauf? Warte mal ganz kurz. Gekühlt, ungekühlt. Ja gut. Dreh mal um den Quatsch. Nee, der kippt um. Nee, glaub ich nicht. Da drin ist auch nichts, da drum ist nichts. Hör mal, Lea, hast du wirklich keinen gesehen, der hier rumgeturnt ist? Nee. Das kann doch nicht sein. Keiner, ich war die Einzige, die hier war. Also, so weit ich es mitbekommen habe. Hör mal, wir haben doch Kameras in der ganzen Hütte hier. Können wir nicht ein Überwachungsvideo abrufen von vor, weiß ich nicht, die letzten 2 Stunden oder was? Mhm. Wir haben natürlich auch Überwachungsbilder hier innerhalb der Wache, klar, logisch. Und ja, es gab tatsächlich ein Überwachungsbild von Thorsten. Wer ist Thorsten? Das ist unsere Reinigungskraft. Den sieht eigentlich niemand. Warum? Er ist immer irgendwo im Hintergrund, macht alles reine und wenn wir kommen, ist alles schön sauber. Aber das Überwachungsbild, was wir da hatten, das muss der Thorsten gewesen sein. Und er hatte was verloren.
Warte mal. Stopp. Mach nochmal zurück. Stopp. Nochmal, ein bisschen weiter. Wo ist der Brief von dir, den du da gefunden hast? Wer ist das? Das ist der Brief, 100%. Hör mal, der Zwicker hat das gemacht. Ich habe ihn nicht hier gesehen. Oder er fällt mir einfach nicht mehr auf. Garantiert das nicht. Ach, mir fällt er auch nicht auf. Wenn er hier rumläuft, mach sauber, das ist nicht da. Der hat den Brief hier hinterlegt. Kannst du den mal reinbestellen? Ja. Währenddessen sind die Kollegen auf der Wache immer noch auf der Suche nach dem nächsten Hinweis. Was wie ein Spiel aussah, ist nun bitterer Ernst. Es geht um das Leben einer jungen Frau. Ja. Hast du das? Ja. Hier. Rätsel Nummer 3. Das ist ein blöder Scherz, ne? Wer macht sich denn so eine Mühe hier? Was soll das denn? Ja, warte. Den nächsten Hinweis findet ihr auf der Rückseite von Köln. Nächsten Hinweis findet ihr auf der Rückseite von Köln. Hallo, Marie Lindauer, mein Name. Meine Schwester Sina Lindauer, ich würde Sie gerne vermisst melden. Sie ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich sag gerade den Kollegen Bescheid, dann kümmern Sie sich darum. Marc, Peter? Ja? Könnt ihr mal kurz kommen? Was denn? Hier ist eine Peter. Frau, die sagt... Hallo. Oder erzählen Sie es. Meine Schwester ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich bin heute Morgen von der Nachtschicht heim und sie war nicht da. Und ihr Handy ist zu Hause liegen geblieben. Wie alt ist sie denn? 27. Medizinstudentin und sie lebt überhaupt die Angstweise bei mir. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Wir gehen mal ganz kurz rüber. Ist das, also untypisch wahrscheinlich, ne, dass die Schwester nicht da ist. Kommen Sie mal mit gerade. Glücklicherweise haben wir jetzt auch noch eine Dame hier in der Wache, die ein Problem hat, was uns vielleicht in Anführungsstrichen weiterhelfen könnte. Sie vermisst nämlich ihre Schwester. Und diese Schwester ist besagte vermisste Person, die wir anhand dieser ganzen Rätselgeschichten ja auch versuchen irgendwie aufzufinden. Also hatten wir die Schwester jetzt erstmal auf unserer Seite. Sie rätselte mit uns zusammen. Das Problem, was wir hatten, das war ein zeitliches Problem, weil so viel hatten wir da nicht mehr von. Hat Ihre Schwester eine Person in Ihrem Bekanntenkreis, der so drauf ist, dass er sie entführt und bei uns Rätsel hinterlässt? Gibt es da irgendwas aktuell? Gibt es da einen Ex-Freund? Es gibt einen Ex-Freund, aber mit dem hat sie schon seit über 6 Monaten nichts mehr zu tun. So, wie haben die beiden sich getrennt? Sie hat nie wieder darüber geredet. Ich weiß es nicht. Ich dachte, es ist einfach untergegangen und er ist weg und sie ist glücklich und alles ist in Ordnung. Wie, ganz kurze Frage. Gucken Sie mal, den kennen Sie aber nicht, ne? Nein. Hätte sein können, Entschuldigung. Wie heißt der Ex-Freund? Gib mir da einen Namen. Lukas. Lukas weiter. Lukas. Aber nur Lukas erstmal. Ja, gut, da können wir nichts mehr. Haben die Stress gehabt irgendwie? Nein, er war so ein unangenehmer Typ. Mich hat er immer genervt, aber ansonsten hatte ich ja nichts damit zu tun. Sie war ja den ganzen Tag auch in der Uni und ich bin ja auch zwischendurch in der Klinik. Also, pass auf, kommen wir erstmal nicht weiter. Und wir haben ein Zeitlimit. Mit Lukas können wir auch nichts anfangen. Mit dem kann ich jetzt gerade auch nichts anfangen, aber wir sollten mit dem kannst du auch nichts anfangen. Unser nächstes Rätsel mal weiter. Sie begleiten uns, lassen alles stehen und liegen hier, Sie kommen einfach mit. So. Das Handy nehmen Sie mit, genau, falls jemand anruft. Wir brauchen irgendwie ein Bild oder was von Köln. Ich weiß, da hängt eins. Hast du noch eine bessere Idee? Sonst würde ich jetzt erstmal hier reingehen. Rätsel in Form von zum Beispiel unser Rätsel Nummer 3. Den nächsten Hinweis findet ihr auf der Rückseite von Köln. Die Kölner Karte. Hä? Die Kölner Karte. Die hat ja mehrere, oh Gott. Kölner Karte. Ja, gut. Hier, tatsächlich, jetzt das gibt's doch gar nicht. Die Kölner, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Matthias, guck mal hier, da die Fahne. Warte mal, Rad, tu die Fahne bitte genau da wieder rein, da fällt was runter hier. Moment. Hier, da. Ich tu das mal hier. Mach einfach fest. Das ist scheißegal, wie können wir hinterher machen? Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ist das eine Bedeutung hier an der Adresse oder sowas, keine Ahnung. Hier. Tipp. 26B im A, 11, 20, 21. Tippe 26B im A, ein Handy. Wir brauchen ein Handy mal. Oder zumindest mal eine Tastatur mit Buchstaben. Guck mal hier, wir haben hier Tippe 26 im B. Nein, 26B im A. K.
tippe 26 BMA. Pff. 11, 20, 21. Nicht tippe, einfach nur Tipp. Also als, ne? Als Hinweis. Als Hinweis. Was soll denn das heißen? 26 B im A. Also fällt mir nur eine Tastatur ein. Wir haben Buchstaben, wir haben Tasten. Tipp ist ja. 26 B im A. Ja, 26 Buchstaben. Im Alphabet. Genau. Welcher ist der 11. Buchstabe? Der 20. und der 21. Ja, okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hab ich, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Warte. T. K, T, U. K, T, U. Klar. Auf der Wache haben die Kollegen indes das nächste Rätsel gefunden. Rätsel Nummer 5. Ich mach mal den Brief direkt auf. Das ist so ein Kästchen noch. Guck mal hier. Kästchen? Lass mal stehen. Warte. Nicht aufmachen. Lass mal vorkommen. Mach hin. Ich wollte schon sagen, ja, mach hin, ist gut. Jetzt muss ich meine Augen anstrengen. Spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. Muss Tag und Nacht auf Wache stehen. Hat keine Füße und muss doch gehen. Hat keine Hände und muss doch schlagen. Wer kann mir dies Rätsel sagen? Muss Tag und Nacht auf Wache stehen, hat keine Füße und muss doch gehen, hat keine Hände, muss doch, ja, eine Uhr, muss. Da ist, da hängt eine. Wir haben nicht so viel Zeit. Ah, Moment, warte mal kurz. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Stopp, Schlüssel, die Uhr. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit, warte mal kurz. Ist das so ein Minischlüssel? Mit Sicherheit. Ja. Siehst du? Warte. Mach mal auf hier. Danke. Oh, meine Güte. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß nicht, wie viele Rätsel das noch sind. Beeilt euch, die Zeit läuft euch davon. Ja, jetzt kommt der Akt, wo der Opa die Oma packt. Also. Ohne Brille kann ich nichts erkennen. Da musst du uns jetzt helfen. Ich kann das auch nicht gehen. Tut mir leid. Die Zeit läuft jetzt. Beeilt euch, die Zeit läuft euch davon. Papier. Wo steht das? Papier hier. Warte mal, du meinst Klopapier, ja. Komm. Das sind so verschiedene. Ist das nur ein Wort oder mehrere Wörter jetzt? Eins. Klopapier, Toilette. Komm, lass uns noch mal gucken. Bist du sicher, dass das einzige Wort war? Was ist hier? Hier ist Klopapier. Scheiße. Da steht ja gar nicht Klopapier. Das ist ja ohne Brille Kopierer. Kopierer. Nix. Da unten. Dort unten, schau mal. Ist das was? Nein. Das ist eine normale Tüte. Hier, Rätsel Nummer 7. Warte mal, hier unten. Eine Wasserwaage. Kann man die ausfahren? Kann man damit was machen? Waage, warte mal. Hat die Bilder so schief hingegangen? Was ist denn hier? Ey, guck mal hier. Das Bild war schief. Das Ausrichten. Die Waage. Die Waage ausrichten. Rätsel Nummer 8. Warte kurz. Ach du Jesus. Okay. Mal zuhören. Zwei Augen habe ich, doch sehe ich nichts. Auch einen Mund, doch spreche ich nicht. Hab Ohren, Arme und Beine. Doch kann ich nicht gehen. Und stehen alleine, liege in meinem Bettchen still, bis man mit mir spielen will. Aber wir haben noch keine Puppe hier auf der Wache. Zwei Augen habe ich, doch sehe ich nichts. Ja, wir sind komischen Polizeibär auf der Wache. Ja, zwei Augen, das ist ja. Doch ein Mund,
spreche ich nicht. Ja. Hab Ohren, Arme und Beine, noch kann ich nicht sehen und stehen alleine. Warte mal. Geht das weiter? Wir hatten doch, stehen alleine, liege in meinem Bettchen still, bis man mit mir spielen will. Liege in meinem Bettchen still, bis man mit mir spielen will. Lass uns mal die Räume mal durchgucken, was wir da noch haben eventuell. Warum schweigst du? Wegen unterdessen die Zeit davon. Zwei Augen habe ich, doch sehe ich nichts. Auch einen Mund, doch spreche ich nicht. Könnte das vielleicht hier unser Polizeiteddy sein? Der steht da vorne. Ja, aber muss ja irgendwie sowas sein. Hab Arme, hab Ohren und Beine. Spielecke. Eine Puppe oder ein Teddy oder was weiß ich was. Haben da wir irgendwas? Ist ein Teddy. Was haben wir? Er kann nicht sehen. Da ist eine Puppe. Warte mal ganz kurz. Guck mal hier. Wir haben das Rätsel Nummer 8 und eine 9 vielleicht? Ja, ich mach mal ab, okay? Okay, guck mal nach bitte. Bis man, das könnte ja sein, ich meine, ist eine Puppe. Nein. Rätsel Nummer 9, du hast recht gehabt. Der Anfang ist manchmal auch das Ende. Der Anfang. Vielleicht der Anfang vom ersten Rätsel gewesen war mit dem großen Briefumschlag. Mit dem großen Briefumschlag. Was ist das hier eine Taschenlampe oder ist das Blaulicht? Das ist eine UV-Lampe. Das ist doch von uns das Zeug. Verdammte Hacke nochmal. Wer nimmt sich denn so ein Zeug von uns da weg? Dann müssen wir die ersten Klamotten mal durchleuchten, die wir aufgemacht irgendwas, haben. Irgendwas. Hiermit. Ja. Okay, dann lass uns mal schnell mal rübergehen. Also, das muss da irgendwo sein. Also, das ist der, den wir gehabt haben. So, dann kam. Warte mal, Rat. Das war das hier. Das ist der. Ich glaube, das ist der Clever. Erst den auf dem Schreibtisch, da sind wir hingegangen. Das war das erste Rätsel. Dreh mal bitte um nochmal, den Zettel einmal umdrehen. Was ist mit dem Briefumschlag? Ja, den habe ich in der Hand. Das ist der? Sicher? Ja, Rätsel Nummer 1. Ja, okay. Guck mal nach. Vielleicht habe ich hier noch was. Warte mal kurz. Hier. Nimm mir mal einen Zettel und einen Stift bitte. Was? Ich habe hier was gefunden. Notier mal. Sekunde. Hast du einen Kugelschreiber? Ja, hab ich. Gebe ich dir einen. Alles gut. 0. Auch auf den übrigen Umschlägen finden sich Zahlen, die eine Telefonnummer ergeben. Als Mark Westerhofen diese wählt, wartet eine böse Überraschung auf die Beamten. Mark Peter, und zwar bringe ich den Herrn Zwicker. Ja, hallo? Ja, sag mal. Hallo? Thorsten, komm mal her. Zwicker? Komm her. Warte mal ganz kurz. Das ist ein Scherz. Warte ganz kurz. Ja, warte. Nimm mal das Telefon gerade bitte nochmal. Willst du nochmal anrufen, damit wir schnallen, dass er da reinnähert? Moment, geh mal nicht dran. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Also tu mal nicht so ahnungslos. Wir wollen schnell aufklären. Was hast du mit den Klamotten hier zu tun? Wir haben gesehen auf der Videokamera, dass du hier die Briefe versteckt hast. Jedenfalls einen. Und am Ende kommt deine Handynummer raus. Ich habe das sauber gemacht. Erzähl uns doch nicht so ein Kokolores. Wir haben gesehen per Video, dass du die Klamotten hier versteckt hast. Jetzt pass mal auf. Und zum Ende kommt deine Handynummer da raus. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer. Es sind nur noch ein paar Minuten. Weißt du, was hier steht? Aber wenn ihr mich bis 7 nicht anruft, wird sie sterben. Ja. Das hast du mit, ne? Aber. Nicht aber! Verdammt nochmal, wo ist die? Wo ist wer? Ja, jetzt meine glaub ich... Schwester, Sina. Wo sind die Fotos? Was? Die sind im KTU-Raum, sind die. Warum? Also. Ich wollte gerade zur KTU laufen, da kam mir die Lea entgegen und die hat mir eine Info gegeben, weil er mich aus allen Wolken gefallen. Sie sagte zu mir, dass besagter Thorsten Zwicker, der eigentlich ja bei uns im Büro stehen sollte, auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Jetzt wird es aber ganz komisch. Ich frage mich gerade nämlich halt, wen haben wir dann in unserem Büro? Weil dieser Herr, der sieht diesen Thorsten Zwicker verdammt ähnlich. Er ist doch nicht der Thorsten. Thorsten ist so viel älter. Ist das ein Klebebart oder was? Vorsicht. Ja, wie Vorsicht? Du bist doch nicht der Thorsten. Ja. Der ist doch ein... Ich hab mich als mein Vater ausgegeben. Genau, Lukas? Um hier reinzukommen. Lukas Zwickert? Ja, richtig. Das ist der Ex-Freund meiner Schwester. Ach, guck, das ist der Lukas. Das ist Lukas. Lukas, wo ist meine Schwester? Ja, hör mal zu, du Vogel. Tut doch was. Mir ist halt jetzt gerade völlig wurscht, wer du bist. Thorsten, Papa, nicht Papa oder keine Ahnung. Wo ist die Schwester jetzt hin? Und wenn du nicht bei 3 mit der Sprache hier rausrückst, dann lernst du mich mal richtig kennen. Sie ist in dem Escape Room. Wo? Wo ist der Escape Room? Bei mir auf der Arbeit. Aber ihr geht's auch gut. Also sie wird auch nicht sterben oder so weiter und so fort. Und ja,
Ja, ich wie kann, ja, wie sag, ja? Sag, sprech aus. Wo ist wo das ist denn? Sie? Wir schicken da sofort eine Streife hin. Nachdem die Beamten ein Team zu besagtem Escape Room geschickt haben, ist es endlich Zeit für eine umfassende Erklärung des Ex-Freundes. Ich wollte, also sie hat zu mir gesagt, dass sie jetzt einen neuen Freund hat, der bei der Polizei arbeitet. Und deshalb habe ich hier die ganze Möglichkeit genutzt, um halt hier überhaupt reinzukommen. Meine Schwester zu entführen? Hast du einen Knall? Ich wollte ihren Freund getestet haben, ob er wirklich so klug ist, um die Rätsel zu lösen, um überhaupt, weil ich will sie nicht verlieren. Ich hänge immer noch an ihr. Und ja, sie meinen, ich weiß, das ist... Schaffen Sie das, die zu behalten? Das ist aber ein bisschen wehr. Ja, es war... Dass dieser Plan nicht sonderlich durchdacht war, ist allen klar. Da der Escape Room in der Nähe liegt, dauert es nicht lange, bis die Kollegen die 27-Jährige befreien können. Sina! Ja, ich find's auf jeden Fall gut. Sina! Du bist so ein voller Schlaf! Stopp. Ganz ruhig. Was ist los? Er hat mich eingesperrt. Okay, pass auf. Alles gut, sie gehen mal raus. Sie kommen ist raus. Bei dir denn alles nehmen sie, okay? Nehmen Sie mal, stopp. Nehmen Sie mal gerade mal mit. Nehmen ja. Sie gerade bitte schon mal mit. Und Sie gehen dann mit der Schwester hinterher. Ja, dir geht's gut. Danke. Setzen Sie sich hin. Das habe ich mächtig versaut. Ja, haben Sie. Tatsächlich. War in diesem Escape Room und hat mich eingesperrt. Er hat mich nicht mehr rausgelassen. War dunkel, ich wusste gar nicht, was es ist. Oh. Geht's Ihnen denn gut? Brauchen Nein, Sie einen Arzt? Nein, mir geht's nicht gut. Ja, ist mir schon klar, aber brauchen Sie einen Arzt? Sind Sie verletzt irgendwie? Nein. Oder soweit geht das, ja? Ist das soweit okay? Kannst du vielleicht bei denen kurz beibleiben? Ich gehe dann mal gerade eben noch mal rüber. Ja, wenn Sie was brauchen, wir helfen Ihnen. Der Ex-Freund muss sich wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Nötigung und Raub verantworten.